Liebe Frau Ditfurth, zugegeben, ich habe noch nie ein Buch von Ihnen gelesen, aber das ein oder andere YouTube-Vid war schon mal dran. So habe ich natürlich dieses hier gesehen. Du behandelst mich wie ein richtig, also ich finde das scheiße. Du kennst mich doch überhaupt nicht. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich dich persönlich hier vor mir sitzen habe. Ich habe ganz wie kannst du dich Damen. Über mich äußern? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Und auch dieses hier. Sie lügen. Das ist eine handfeste Lüge. Also, liebe Leute. Immer gehandelt. Sie waren immer ein verlogener Mensch. Nee, das glaube ich nicht, dass sie lügen. Ich denke, dass sie glauben, was sie sagen. Und ja, ist schon klar. Nur weil jemand glaubt, was er sagt, muss es natürlich nicht zwangsläufig wahr sein. Aber sie haben auch schon so einiges gesagt, wo ich dachte, yeah, so muss das laufen. Da behaupteten sie etwas und sofort kam ein Faktenverweis hinterher. So wie zum Beispiel hier. Vor zwei Jahren ungefähr ist, glaube ich, Horst Köhler zurückgetreten, weil er nach einer Afghanistan-Reise gesagt hat, die Bundeswehr sei auch dazu da, um ökonomische Interessen Deutschlands in aller Welt durchzusetzen. Genau. Mhm. Und er war dann, glaube ich, er ist bis heute völlig erstaunt, dass er dafür geprügelt wurde, weil da steht ja nun in sämtlichen verteidigungspolitischen Richtlinien, in Weißbüchern der Bundeswehr seit 1992 immer drin und wird immer offener aggressiv formuliert. Also das, was in meiner Kindheit mal war, wir brauchen eine Bundeswehr zur Landesverteidigung, weil die bösen Russen kommen können, ist längst weg, sondern heute ist die Bundeswehr dafür da, in aller Welt den Zugang zu Ressourcen zu sichern. Und sehen Sie, das gefällt mir. Da haben Sie etwas behauptet und gleich eine Quelle mitgeliefert, wo jeder nachlesen kann, ob das nun stimmt. Übrigens, meinen Respekt dafür, dass Sie das und vieles andere so offen ausgesprochen haben. Das kann man ja auch mal sagen, ne? Ich stelle also einfach mal fest, dass eine Behauptung durch Untermauerung von Fakten zu einem relevanten Wert wird, mit dem sich was anfangen lässt. Während natürlich geäußerte Behauptungen, ohne jeglichen Beweis anzubringen, immer nur Behauptungen bleiben. Und natürlich wissen Sie das. Und deshalb irritiert es mich, dass Sie in diesem Dreisatzbericht bezüglich der Montagsdemos mit reinen Behauptungen argumentieren. Das passt irgendwie gar nicht zu Ihnen. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Das könnte natürlich auch sein, denn manchmal hört man etwas das erste Mal an und dann denkt man zunächst, hä, was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Aber beim zweiten Mal anhören und überdenken kann es schon ganz anders sein. Und da ich immer bereit bin, meine Sichtweise zu überdenken, höre ich es mir jetzt ganz einfach nochmal an. Sie haben bei Facebook Ende März eine Debatte um die neurechten Friedensdemos losgetreten. Okay, und jetzt kurz für diejenigen, die von diesen Friedensdemos bislang noch nicht so viel mitbekommen haben, die Frage, was meint die Moderatorin mit neurechten Friedensdemos? Meint sie damit vielleicht so etwas? Nee, das hat sie nicht gemeint. Mit neurechten Friedensdemos meinte sie das hier. Ich habe doch 25 Jahre lang für ARD und ZDF gearbeitet, da habe ich doch funktioniert. Aber dann habe ich plötzlich gesagt, das, was ich gelernt habe und das, was ihr macht, da stimmt irgendetwas nicht. Und zwar ethisch stimmt was nicht. Ich soll dauernd Krieg schön schreiben, das mache ich nicht. Und dann wurde ich verdächtig. Das sollte euch verdächtig stimmen, warum man dann verdächtig wird. Wenn man gegen Krieg ist, ist man auf einmal verdächtig. Da gibt es ja viele Begriffe, was dann jemand ist. Kinderschänder, Steuerhinterzieher, Antisemit, Rechtsradikal, fuck off! Irgendwas muss man dann immer sein. Man kann kein Bürger sein, gesagt, im Moment mal, da stimmt was nicht. Okay, das war jetzt erstmal kurz einer dieser, gemäß Frau Ditfurth, sogenannten Neurechten. Das war Ken Jebsen. Und mal abgesehen vom Inhalt dessen, was er hier sagte, denn da fand ich jetzt nichts, was zu beanstanden wäre, könnte man natürlich so vom ersten Eindruck her sagen, hey, wieso schreit der auf einer Friedensdemo so rum? Kann der nicht irgendwie friedlicher reden? Und ja, das ist eben eine Typfrage. Der eine würde vielleicht, nennen wir mal das Beispiel Monsanto, sagen, hey Leute, ich bin ja echt so ein bisschen enttäuscht, was hier politisch so abläuft, ne? Also vielleicht sollten wir uns da mal was überlegen. Naja, und dem anderen, dem reicht's dann irgendwann und der sagt dann eben nicht mehr so leise? Sag mal EU, tickst du ein bisschen? Die Europäer haben doch eindeutig gesagt, dass sie dieses Zeug hier nicht haben wollen. Irgendwie scheinen wir zu leise gewesen zu sein. Also werden wir jetzt mal ein bisschen lauter. Aber lasst uns erstmal weiter anhören, was Frau Ditfurth an Argumenten so vorgebracht hat. Was hat sie da beunruhigt? Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue rechte Gruppen, aber auch offene Nazi-Gruppen hinmobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame Minimalplattform zu sein scheint, zu sogenannten Friedensdemos in über 20 Städten in der Bundesrepublik immer montags.
So, und jetzt wollte ich mir natürlich erstmal diese neurechten Zuhörer ansehen. Ich wollte einfach mal wissen, wie die so aussehen. Also ich habe da jetzt niemand gesehen, der irgendwie rechts aussah, aber das kann ja auch alles Tarnung sein. Also hören wir erstmal weiter, was Frau Dittfurt so sagte. Und ich kriegte mit auch, dass bestimmte Leute sehr anfällig waren für diese Form von Agitation und Propaganda und habe mir überlegt, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich eine Provokation, die Richtung Aufklärung wirkt? Und habe einfach angefangen, alle diejenigen bei Facebook zu entfreunden und zu entliken, wo ich fand, die waren bei mir drauf, die waren aber auch bei den Facebook-Seiten von Jürgen Elsässer, Ken Jebsen oder Lars Meerholz oder all diesen neuen rechten Propagandisten. Wie jetzt? Sind bei allen Leuten, die Sie quasi auf Facebook als Freund geaddet haben, auf deren Facebook-Seite und haben recherchiert, ob der jeweilige schon mal was Positives über Ken Jebsen gepostet oder ihn als Freund geaddet hat? Und den gleichen Check haben Sie dann bezüglich Jürgen Elsässer und Lars Meerholz durchgeführt? Wow, also entweder haben Sie kaum Facebook-Freunde oder Sie haben mega viel Zeit. Und eigentlich sagen Sie damit ja auch aus, dass niemand Ihr Freund sein kann, der eine andere Sichtweise hat. Bei Ihnen darf man also alles sagen, solange es Ihrer eigenen Meinung entspricht. Aber ich will ja jetzt nicht ungerecht sein, ne? Weil Sie hatten ja eine Mission. Und dafür macht man sich ja schon mal gerne ein bisschen Arbeit. Das an Freunden habe ich öffentlich begründet und das führte zu einer unglaublichen Diskussion. Also wie auch immer. Hören wir uns einfach an, was Sie weiteres zu sagen hatten. Wie haben Sie denn da gelernt, jetzt die Spreu vom Weizen zu trennen? Naja, mein Handwerkszeug ist Sprache. Und ich schreibe ja, ich mache seit, weiß ich, 30 Jahren oder länger antifaschistische Arbeit und beobachte bei den ganzen Zeit, wie sich sozusagen jetzt eine Querfrontstrategie entwickelt hat. Das heißt, offen faschistische Kreise haben sich überlegt, wie rekrutieren wir bis hinein in alternative und irgendwie linke Kreise und haben sich in ihrer Sprache gemäßigt, haben sich neue Begriffe ausgedacht und diese Codes muss man kennen. Wenn zum Beispiel der Organisator der Friedensdemos Lars Meerholz sagt in einer Rede, kann man bei YouTube ja sehen, dass in den letzten 100 Jahren alle Weltkriege, alle großen Probleme der Menschen rückzuführen seien, und zwar wirklich alle weltweit, auf die amerikanische Federal Reserve Bank, dann deutet er damit in diesen Kreisen an, jüdische Weltverschwörung. Okay, Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal kurz unterbrechen, damit ich sicher sein kann, dass ich es richtig verstanden habe. Also, Sie sagen, dass sich rechte Kreise, also die NPD zum Beispiel, eine nun doch wirklich clevere Strategie ausgedacht hätten, indem sie nicht nur sogenannte Geheimcodes entwickelten, sondern sogar linke Kreise, die ja nun wirklich überhaupt nicht auf die NPD stehen, infiltrieren konnten. Und da muss ich jetzt schon sagen, dass mich diese angeblich plötzliche Cleverness irritiert. Denn so eine Art Insider-Geheimcode zu entwickeln, traue ich denen vielleicht schon noch zu. Aber linke Kreise zu infiltrieren, die ja nun wirklich dafür bekannt sind, dass sie eine Riesenaversion gegen alles Rechte haben, das fände ich ja schon echt clever. Bislang zumindest hat mir die Medien immer das Bild vermittelt, dass die Rechten lediglich ein Haufen von komplett debilen und reaktionären Vollidioten seien. So wie zum Beispiel hier. Gibt's denn da jetzt was ganz Besonderes, warum man die NPD wählen sollte? Da wenden sich bitte an den Spitzenkandidaten in Niedersachsen. Der Herr Molau steht Ihnen sicherlich also gerne Rede und Antwort. Andreas Molau war früher Lehrer. Er müsste erklären können, wozu man die NPD überhaupt braucht. Damit wir einen Wechsel in der Politik hier haben. Ja gut, das ist natürlich also gut. Also geht's nicht ein bisschen konkreter? Damit jemand die deutschen Interessen vertritt. Sie können mir einfach nicht sagen, warum man die Partei wählen soll. Das ist ja das Problem. Sie sagen nur, die Partei ist gut und wählt uns. Das kann doch jeder sagen. Sind Sie warum denn so angeekelt? Das ist doch kein Problem, mein kleines braunes Häschen, oder? Die Extra-3-Reporterin wird mitten in ihren Recherchen unterbrochen. Ein schönes Bild. Okay, es ist ein bisschen mickrig, aber Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Wir sind die Niedersachsen. Es gibt ja so Gerüchte, dass Sie immer alle sagen, Sie würden Hitler so toll finden. Das stimmt ja, doch nicht, oder? Das, wissen Sie, das sind so Gerüchte, über die ich mich hier nicht äußere. Und also an irgendwas erinnert mich die Frisur. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Tja. Hallöchen, Herr Pasteur, es kriege ich ein kleines Interviewchen? Sie haben sich ja richtig fest zurechtgemacht heute, super. Ich habe ein paar Fragen. Wie läuft denn der Wahlkampf so? Also ich bin nicht bereit, in einem Umfeld des brasilianischen Karnevals Interviews zu geben. Sie haben sich da auch lustig zurechtgemacht, ich auch. Ich sprach davon, dass
Das war aber gar nicht die Frage. Die Frage war ganz einfach, wie der Wahlkampf läuft. Was ich ja komisch finde hier bei der NPD, nee, eine Frage habe ich. Die Frauenquote, die sind gar keine Frauen, oder? Nicht, dass das doch ein schwuler Verein ist, aber trotzdem habe ich immer noch nicht herausgefunden, warum man jetzt die Partei wählen soll. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber ich kann etwas dazu sagen. Also, Frau Dittfurt, wenn ich diese Leute so sehe, von denen die Medien ja seit vielen Jahren erzählen, dass sie tatsächlich so debil wären wie eben gezeigt, dann fällt es mir ziemlich schwer, mir vorzustellen, dass sie plötzlich so intelligent geworden sein sollen, um linke Greise, die ja tendenziell als intellektuell dargestellt werden, unerkannt zu unterwandern. Ich stelle mir das gerade so vor, also, da kommt dann ein getarnter Rechter zu einem intellektuellen Linken und sagt ihm, übrigens, ich bin gegen das Gleiche wie du, ne? Gegen diese ganzen Kriege und so, du weißt schon, aber jetzt verrate ich dir mal was, Hitler ist auch toll. Und dann käme nach ihrer Theorie der mehr oder weniger intellektuelle Linke und sagt, ja, wenn du das jetzt so sagst, dann finde ich das ja schon überzeugend, ne? Also echt, Frau Dittfurt, da trauen Sie dem Durchschnittsbürger, der sich gegen Kriege ausspricht, nicht mal die minimalste Differenzierfähigkeit zu. Denn eigentlich, sagen Sie damit, der Durchschnittsbürger ist so dermaßen dumm, dass er nicht mal merken würde, wenn ein Rechter ihn auf rechte Abwege zu bringen versucht. Parken Sie in diese Parklücke bitte rechts ein. Sonst werden wir rechts abbiegen in Richtung der Autobahn. In Richtung der Autobahn, habe ich gesagt. Entschuldigung, Frau Dittfurt, es war jetzt natürlich gar nicht lustig, ne? Oder darf man das doch ein bisschen lustig finden? Ich meine auch wirklich nur so ein kleines bisschen. Nee, darf man nicht, ne? Ist politisch nicht korrekt. Okay, okay, ich habe verstanden. Ich nehme es zurück. Aber okay, jetzt sind wir mal wieder ernst und hören, was Sie zu sagen haben. Das heißt, heute sagen diese Art von Nazis oder Antisemiten, sagen nicht mehr, wir bezweifeln, dass 6 Millionen Juden von den Nazis von Deutschland vernichtet worden sind, sondern sie deuten an und sagen Ostküste oder sie sagen, die FED ist schuld. Und dann ist auf diesen Seiten, findet man immer antisemitische Karikaturen, Hassschriften gegen die Rothschilds und was auch immer. Also der Kontext ist sehr schnell entschlüsselbar, man muss aber die Worte kennen. Okay, ich fasse das mal zusammen. Gemäß Ihrer Logik dürfte man also nie wieder Kritik an der FED üben, eben weil es auch Leute gibt, die das Thema FED für, wie Sie ja sagen, antisemitische Hetze verwenden und man so Gefahr läuft, mit diesen Leuten assoziiert zu werden. Und das ist natürlich ein interessanter Mechanismus, denn auf diese Weise könnte man natürlich an vielen Themen die Kritik killen, ganz einfach, indem man sagt, hey, du weißt aber schon, dass sich dafür auch rechte Kreise interessieren, ne? Willst du etwa mit diesen Leuten in Zusammenhang gebracht werden? Das willst du doch nicht, ne? Also lass das Thema mal lieber. Und ich wette mit Ihnen, dass nicht wenige dieser von Ihnen als Neurechts bezeichneten Leute, die zu diesen Montags-Mahnwachen gehen, das erste Mal von dieser FED hören und sich sagen, FED, bitte was? Was soll denn es sein? Und deshalb gibt's jetzt grob umrissen eine ganz kleine Erklärung dazu. Die Abkürzung FED steht für Federal Reserve System und es handelt sich dabei um das Zentralbanksystem der USA, das auch Notenbank genannt wird. Es besteht unter anderem aus 12 regionalen Federal Reserve Banks und einer Vielzahl von Mitgliedsbanken und anderen Institutionen. Wobei der Begriff Federal suggeriert, dass es sich um etwas Bundesstaatliches handeln würde. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist doch toll, da hat die USA ein eigenes bundesstaatliches Bankensystem. Aber ganz so toll ist es nicht. So schreibt zum Beispiel die Internetseite der ARD unter der Rubrik Börsenwissen bezüglich der FED unter anderem folgendes. Die FED ist keineswegs eine Behörde, sondern eine Privatveranstaltung. 100% der FED-Anteile liegen in den Händen privater Banken. Kein einziger Anteil wird von der Regierung gehalten. Aber immerhin schreibt die ARD weiter. Das Direktorium der FED wurde vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt, daher sei das Federal Reserve System zumindest staatlich strukturiert. Aber okay, dann fragen wir kurz, wie staatlich strukturiert ging es eigentlich zu, als man 2009 von der FED wissen wollte, wem sie im Zuge der Rettung des Finanzsektors, also der Banken, Steuergelder in Höhe von $1 Billionen gewährt hatte? Oder ging es überhaupt nicht sehr staatlich strukturiert zu, denn zum
ein, ließ die FED verlauten, dass es sich um ein Bankengeheimnis handelte. Und zum anderen wurde gesagt, dass diese Infos nur der New Yorker FED vorliegen und diese ein Privatunternehmen sei. Die FED hat also somit zur Bundesregierung gesagt, hey, das geht dich überhaupt nichts an, an welche Bank wir Gelder verschenken. Was du nur wissen musst, ist, wie viel deine Steuerzahler an uns dafür zu bezahlen haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist schon blöd, dass die USA komplett bei privaten Banken verschuldet ist, aber was hat das mit uns zu tun? Um das zu erklären, müsste ich jetzt erstmal sehr weit ausholen, denn dazu müsste man erstmal verstehen, dass Geld von den Banken zu einem großen Teil aus dem Nichts erschaffen werden darf. Und das ist nicht nur in Amerika so, sondern natürlich auch bei uns. Und als ich davon das erste Mal hörte, da dachte ich, das soll irgendwie ein Joke sein, aber das ist tatsächlich so. In diesem Artikel von der Frankfurter Allgemeinen wird das sehr gut erklärt und vor allem auch auf einfache Weise kann jeder nachvollziehen und deshalb verlinke ich den dann unterm Wett. Und gemäß dieses Artikels läuft es folgendermaßen ab. Du gehst zur Bank und willst einen Kredit. Sagen wir mal, du willst ein Haus bauen. Vermutlich hast du jetzt die Vorstellung, dass die Bank dir Geld leiht, das andere Sparer dort deponiert haben. Korrekt. Das ist aber nicht so. Vielmehr läuft ab dem Zeitpunkt, wo du deinen Kredit beantragt hast, Folgendes ab. Die Bank hinterlegt 1% deines Kreditvolumens bei der Zentralbank. Das heißt, wenn du 10.000 Euro Kredit möchtest, muss die Bank nur 100 Euro als Sicherheit hinterlegen. Wobei selbst diese 100 Euro nicht von der Bank selbst kommen, sondern die Bank selbst diese 100 Euro bei der Zentralbank als Kredit aufnimmt. Und für diese enorme Arbeitsleistung will die Bank natürlich bezahlt werden von dir. Und das wird sie unter anderem durch die Zinsen, die du bezahlst. Und den Kredit sowie natürlich die Zinsen des Kredits bezahlst du dann ja mit tatsächlicher Arbeit. Und nicht wenige sind damit dann auf Jahre hinweg vollauf beschäftigt. Wobei es eigentlich anders laufen müsste, denn eigentlich müsste dich die Bank aus Dankbarkeit für deine Kreditaufnahme mit einem Handkuss in die von der Bank bereitgestellten Limo begleiten. Denn würdest du und all die anderen keine Kredite aufnehmen, also keine Schulden machen, hätte die Bank keine Berechtigung, Geld aus dem Nichts zu erschaffen und könnte niemals reich werden. Übrigens gehörte das gebaute Haus nach kompletter Abzahlung des Kredits immer noch nicht so wirklich. Denn wenn du jährlich deine Grundsteuer nicht bezahlst für ein Grundstück, das du ja schon längst komplett bezahlt hast, dann wird dir die Hütte aber ganz schnell weggepfändet. Aber okay, das ist nur ein Gedanke am Rande. Mit der FED verhält es sich, was Geld aus dem Nichts erschaffen anbelangt, im Wesentlichen ähnlich. Nur eben, dass diese noch sehr viel mehr aus dem Nichts erzaubertes Geld auf den Markt entlässt und dass die Auswirkungen sehr schnell weltweite Kreise ziehen können. Das heißt, dass eine noch sehr viel größere Krise als die von 2008 ausgelöst werden könnte. Natürlich weiß die FED exakt, wie sie zum Beispiel durch Verknappung der Geldmenge oder durch das Marktfluten mit Geld ganz gezielt gewünschte Auswirkungen hervorrufen kann. Denn die sind ja nicht blöd, die machen ihren Job ja nicht erst seit gestern. Aber das und vieles weitere, was die FED anbelangt, würde hier jetzt zu weit führen. Da will ich mal lieber weiterhören, was Frau Dittfurt noch zu sagen hat. Sie haben sich ja mit dieser Bewegung intensiv befasst. Wer steckt dahinter? Also um es ganz kurz zu kriegen, es sind drei Namen im Moment relativ wichtig. Das ist ein Propagandist, ein Radiomacher, ein früherer Ken Jebsen, der auch unter anderen Identitäten auftritt. Ken Jebsen, so heißt der auch nicht. Ja, wie heißt denn der eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Weil egal wie der heißt und egal welche Biografie der hat,
Dann ist immer die Biografie, die hat, der falsche. Das ist das Falsche. Wenn er von dort kommt, dann hätte er nicht von dort kommen. Dann hätte von dort kommen müssen. Wenn er von dort, dann auch nicht. Vergiss doch die Namen, wie der Kollege heißt. Das ist einfach ein Mensch, aber du brauchst irgendwas, wo du dich aufhängen kannst, dass du sagen kannst, der ist ja nicht koscher, der Typ. Was soll denn das? Was soll denn das? Okay? Also, diese Namen sind alle nur Schall und Rauch, das ist alles Quatsch. Ich gehöre keiner dieser Organisationen an. Ich kenne diese ganzen auch Verschwörungsportale. Da hieß es, ich bin ein Truther, da muss ich mal googeln, was das überhaupt ist. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin ein Journalist, der Fragen stellt. Und zwar richtige Fragen. Und wenn ich keine Antworten bekomme, dann frage ich nach. Was ist daran falsch? Was ist daran falsch? Dann gibt es Jürgen Elsässer, der mal Kommunist war und heute glühender Antisemit und Schwulenfeind ist. So, der Jürgen Elsässer soll also ein glühender Antisemit und Schwulenfeind sein. Und da bin ich jetzt schon erstaunt darüber, denn ich habe bislang doch schon so einige Witz von Jürgen Elsässer gesehen, habe mir auch mal zwei seiner Kompakthefte gekauft, habe sie übrigens auch gleich meine Mom weitergereicht, die fand sie auch sehr interessant, und konnte in all dem weder etwas Schwulenfeindliches noch Antisemitisches entdecken. Aber ich kann es auch übersehen haben, denn ich kenne längst nicht alles von ihm. Und um da mehr zu erfahren, bin ich jetzt mal ins Netz und habe nachgeschaut. Und da habe ich bezüglich seiner Aussagen über Homosexuelle Folgendes gefunden. Jürgen Elsässer spricht sich ganz klar gegen das Adoptionsrecht und die Ehe zwischen Homosexuellen aus. Er begründet das, indem er sagt, die Ehe sei irgendwann mal dazu erdacht, um die Familie zu schützen. Die quasi einstigen Erfinder der Ehe hätten diese Idee nicht gehabt, um zu sagen, ja, jetzt schützen wir mal alle Heterosexuellen, weil uns diese sexuelle Orientierung am besten gefällt, sondern wir wollen die Familie und die Kinder schützen. Homosexuelle aber, so argumentiert Jürgen Elsässer weiter, könnten naturgemäß keine Kinder bekommen, ergo sei von vornherein klar, dass daraus nie eine Familie entstünde, die man dann durch eine Ehe schützen müsste. Er schreibt aber weiter, dass er eine eingetragene Lebensgemeinschaft der Homosexuellen für sinnvoll hält, damit diese rechtlich abgesichert seien. Und weiter schreibt er, dass man Homosexuelle gegen Diskriminierung schützen solle. Das ist also Jürgen Elsässers Meinung über Homosexuelle. Und da kann man sicher sagen, das ist aber nicht nett. Wieso will er denn den Homosexuellen die Möglichkeit zur Ehe untersagen, wenn die es doch so gerne wollen? Ja, bei diesem Punkt kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, denn man könnte ebenso gegenargumentieren, dass aus einem nicht geringen Anteil der heute in Deutschland geschlossenen Ehen auch keine Kinder hervorgehen, manche auch von ihnen von vornherein ganz klar gar keine wollen. Was macht man denn dann mit denen? Dürfen die dann auch nicht heiraten? Und bezüglich seiner Ablehnung des Adoptionsrechts für Schwule könnte man gegenargumentieren, dass Kinder auch oft nur bei der Mutter, also ohne Vater, aufwachsen. Und bei Schwulen gäbe es eben dann zwei Väter statt einer Mutter. Was soll daran dann besser oder schlechter sein? Ihr seht schon, man kann alles so oder so sehen, aber es entspricht seinem Recht auf freie Meinungsäußerung, das so zu sehen, wie er es eben gerade sieht. Oder wer von euch steht als erstes auf und sagt, nee, Jürgen Elsässer, ich verbiete dir das so zu sehen. Du beleidigst zwar niemand, aber deine Sichtweise entspricht nicht dem aktuellen vorgegebenen Trend, wie man darüber zu denken hat. Und deshalb nennen wir das jetzt einfach mal glühende Schwulenhetze. Und zwar ohne zu bedenken, dass tatsächlicher Schwulenhass auf diese Weise maßlos verharmlost wird. Denn wenn man Jürgen Elsässers Kritik schon so benennt, wie in aller Welt will man dann das nennen, was in vielen Ländern dieser Erde mit Schwulen passiert? Dort werden sie als Perverse bezeichnet. Man verfolgt sie und schlimmstenfalls hängt man sie auf. Ich frage nochmal, Frau Dittfurt, wie wollen Sie das dann bezeichnen? Denn die Bezeichnung glühender Schwulenfeind ist ja jetzt schon für Jürgen Elsässer, der ja gegen die Diskriminierung von Homosexuellen ist, aufgebraucht. Und sehen Sie, solche Bezeichnungen wie glühender Schwulenfeind oder der oft sehr schnell genutzte Begriff du Nazi unterliegen einer gewissen Inflation. Und wenn man die zu leichtfertig und zu schnell einsetzt, dann ist das gefährlich, weil sich die Leute dann irgendwann sagen, also wenn der oder jener schon ein Neurechter sein soll, können diese Nazis ja nicht besonders schlimm sein. Okay, und was sind meine subjektiven Gedanken dazu?
Bis 1968 war Homosexualität in Deutschland illegal. Erst danach wurde es legalisiert. Aber bis 1978 wurde dennoch jeder Homosexuelle in sogenannten rosa Listen geführt. Und ich freue mich sehr darüber, dass diese Zeiten in Deutschland hoffentlich für immer vorbei sind. Da kommt ja unser Schulinger. Eins sagt er gleich, versau mir meine Gruppe nicht. Wenn du was brauchst, um dich abzureagieren, kannst dir von mir aus eine Kerze in den Arsch stecken. Thomas Manzoni entwich aus der psychiatrischen Klinik Seehügel, in die er vor einer Woche nach einem Selbstmordversuch eingeliefert wurde. Es käme mir total merkwürdig vor, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hab nichts gegen Homosexuelle, denn ich sage ja auch nicht, hey, ich hab nichts gegen den Wind oder die Sterne oder das Meer. Ganz einfach, weil das selbstverständlich vorhanden ist. Da braucht es keine großen Worte. Dennoch aber hat Jung Elsässer für mich jedes Recht, seine Sichtweise in der Form zu äußern, wie er es eben getan hat. Und das ohne, dass man nun im Gegenzug zur Intoleranz gegen ihn, und zwar unter der Verwendung völlig unpassender Killerworte, aufruft. Aber ich habe noch etwas über Jung Elsässer und Frau Ditfurth gelesen. 1990 starteten Sie, Frau Ditfurth, mit eben diesem Jürgen Elsässer und einigen anderen eine Demo, der Sie die Headline "Nie wieder Deutschland" gegeben haben. Das Ganze sollte als Anti-Nazi-Demo durchgehen, aber Sie hätten gern gleich alle Deutschen bestraft, indem Sie sich auch gleich gegen die Wiedervereinigung ausgesprochen haben. Sie und unter anderem auch Ihre Ex-Parteifreundin Claudia Roth wollten also auf gar keinen Fall, dass die Oma aus der DDR wieder dauerhaft im Westen herumlaufen kann. Und Jürgen Elsässer scheint das Gleiche gewollt zu haben. Deshalb wohl fanden sie ihn zumindest gut genug, um mit ihm diese Demo zu starten. Der quasi Soundtrack für diese Demos von damals war übrigens dieser hier. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben. Ach, wie friedlich, da wird's mir richtig warm ums Herz. Aber wer steht schon auf friedlich, wenn's gegen rechts geht? Da darf man schon mal ein bisschen aggro werden und am 1. Mai ein paar Scheiben einschlagen und ein paar Cops vermöbeln. Das ist ja schließlich für einen guten Zweck. Wie auch immer, Jürgen Elsässer scheint auf jeden Fall 1990, was das anbelangt, im Wesentlichen ihrer Meinung gewesen zu sein und galt gemäß Wikipedia ebenso wie sie als linksradikal. Heute aber scheint er diese Großvision für Deutschland nicht mehr zu vertreten und deshalb kann er schon rein logisch gesehen von ihnen aus gesehen nur politisch rechts sein. Und weil er früher politisch links war, kann er für sie jetzt natürlich nur Neurechts sein. Das geht ja gar nicht anders. Ist immer eine Frage, aus welchem Standpunkt aus man das betrachtet. Aber jetzt möchte ich mir mal anhören, ob ich von meinem Standpunkt aus gesehen, in seiner Rede, auch etwas Neurechtes raushören kann. Wir haben hier Deutsche und wir haben Migranten, wir haben Leute der unterschiedlichsten Religionen und Hautfarben oder ohne Religion oder sexuelle Orientierung. Alles ist vertreten, alles ist gut und jeder kann sein Ding machen. Und Lars hat schon gesagt, auch wir hier, die wir sprechen, wir sind in vielen Fragen gar nicht einer Meinung. Ken, Lars, Andreas Popp, ich, wenn wir diskutieren über Nation und Familie oder über Gott und die Welt oder über die Zukunft des Geldsystems, da streiten wir uns manchmal. Na und? Diese Vielfalt, diese Pluralität ist nicht unsere Schwäche, sondern unsere Stärke. Weil wir uns in der entscheidenden Frage einig sind, in der Frage des Friedens. Und da sind wir in einer brandgefährlichen Situation. Die NATO-Staaten spielen mit dem Feuer. Und in der Situation ist es wichtig, dass wir alle aufstehen und sagen, wir machen da nicht mit. Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Jetzt heißt es, wir seien rechts. Oder Neurechts. Jetzt heißt es, wir seien rechts. Oder
Neurechts. Die Rechten waren in der Regel für den Krieg und militaristisch und die Linken waren in der Regel gegen den Krieg und antimilitaristisch. In diesem Sinne hat Rosa Luxemburg gegen den Ersten Weltkrieg gekämpft und wurde ermordet. Und in diesem Sinne stehen wir jetzt hier gegen den Dritten Weltkrieg und wir lassen uns nicht als Rechte beschimpfen. Die giftige Speerspitze dieser Hetze gegen uns ist eine ehemalige Adlige, deren Namen ich vergessen habe. Nennen wir sie Jutta von Münchhausen. Abseits von dem, was meine Anwälte unternehmen werden, habe ich keinen Groll gegen die Frau. Ich wünsche ihr gute Besserung. Aber ich fordere Sie verdammt nochmal auf, sich der Diskussion zu stellen. Und in einem hat sie ja recht. Der Faschismus ist auf dem Vormarsch. Aber nicht bei uns, sondern in der Ukraine. Und zwar mit Hilfe der NATO. Deswegen sollte man von NATO-Faschismus reden. Mit Hilfe der NATO, insbesondere mit Hilfe der USA, haben diese Faschisten in Kiew geputscht. Und Teil der neuen Putschregierung ist die Partei Svoboda, gegen die sich die NPD, die schlimm genug ist, harmlos ausnimmt. Ich kann euch mal ein Zitat nennen von dem Chef von dieser Partei Svoboda, Jani Buk, was er 2004, also vor gerade 10 Jahren, gesagt hat. Ich zitiere wörtlich. Dieser Chef von Svoboda hat gesagt, schnappt euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Das ist die Sprache des Faschismus. Aber das ist eine Regierungspartei in Kiew, die von der NATO anerkannt und von der Bundesregierung anerkannt wird. Welche Schande! Und damit nicht genug. Wir haben ja auch noch Frau Julia Timoschenko, die vor kurzem hier in der Charité behandelt wurde, vermutlich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Von ihr gibt es ein abgehörtes Telefonat vom 18. März 2014, wo sie gesagt hat, ich zitiere widerwörtlich, ich selber bin bereit, ein Maschinengewehr in die Hand zu nehmen und diesem Drecksack Putin in den Kopf zu schießen. Wir sollten Waffen nehmen und die verdammten Russen töten, zusammen mit ihren Anführern. Ich werde alle meine Verbindungen nutzen, um Russland in verbrannte Erde zu verwandeln. Das sagt Julia Timoschenko. Und das ist die Sprache des Faschismus. Hier wird die Endlösung der Russenfrage in der Ukraine vorbereitet und unsere Regierung schweigt dazu. Wolfgang Schäuble hat 3 Tage nach Bekanntwerden des Telefonats einen Vergleich mit Hitler gezogen. Aber nicht in Bezug auf Timoschenko, sondern in Bezug auf Putin. Spinnt der Typ eigentlich? Und auch Frau von Münchhausen schweigt zu diesem realen Faschismus in der Ukraine und erfindet deswegen virtuelle Faschisten in Gestalt von Lars Merholz, Ken Jebsen, Andreas Popp und mir. Ihr alle sollt Faschisten sein. Okay, Frau Dittfurth, ich habe wirklich aufmerksam zugehört, aber ich kann hier weit und breit nichts Neurechtes raushören. Also sagen Sie mir doch einfach die Stelle, wo er ihm irgendwie Neurecht vorkommt. Oder auch in seinen Heften oder was er sonst so macht. Sagen Sie doch einfach konkret, diese Aussage ist Neurechts, ja? Dann kann man was mit anfangen. Und wenn ich mir denke, da macht sich die Frau Dittfurth so einen riesen Act, indem sie erstmal all ihre Facebook-Freunde entfreundet, spricht mit einer Moderatorin, die sich naiv beeindruckt zeigt, wegen Frau Dittfurths detektivischem Spürsinn herausgefunden zu haben, dass es jetzt alle Neurechte seien und die sich aber nicht wundert, dass Frau Dittfurth mit keinem Wort darauf verweist, dass unsere Bundesregierung die komplett faschistische Partei in der Ukraine unterstützt. Was ist denn das für eine propagandistische Diskussion, die auf angebliche Probleme verweist, aber die tatsächlich beweisbaren gar nicht erst nennt? Aber okay, ich krieg schon wieder so einen ironischen Unterton und das gefällt mir nicht,
jedenfalls nicht neutral ist. Und ich will ja fair bleiben. Also lassen Sie uns zu der dritten von Ihnen genannten Person kommen. Und als Organisator dieser Friedensdemos gibt es jetzt Lars Meerholz, der so tut, als sei er ein unschuldiges Individuum. Oh, also über den weiß ich nun wirklich überhaupt nichts. Also den muss ich mir erstmal anschauen. Also mein Name ist Lars Meerholz. Ich bin in Berlin geboren. Ich bin 34 Jahre alt. Und Anfang des Jahres habe ich mich ein bisschen intensiver mit der Geschichte beschäftigt und mit dem Finanzsystem. Und ja, kurze Zeit später kam halt der Höhepunkt der Krise in der Ukraine und die Berichterstattung der westlichen Medien dazu. Ja, und das hat mich halt dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. Okay, aber das klingt jetzt für mich noch nicht so verdächtig, denn es gibt ja eine ganze Menge Leute, denen die Vorgänge in der Ukraine große Sorge macht. Also, was genau haben Sie gegen diesen Lars vorzubringen? Lars Meerholz, der so tut, als sei er ein unschuldiges Individuum, aber offensichtlich der Hintergrund rechtsesoterischer Kreise wie Zeitgeistbewegung. Zeitgeistbewegung? Oh, das ist aber jetzt echt ein schwaches Argument. Wissen Sie, wie viele Leute diesen Film gesehen haben? Ich meine, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber warten Sie mal bitte kurz. Ich schaue mal eben auf Wikipedia nach. Also dort steht, dass dieser Film 2007 rauskam und innerhalb kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Internetfilme geworden sei. Dieser Film wurde in viele Sprachen übersetzt und bekam zudem den Art Tourist Spirit Preis in Hollywood. Und das zusammengenommen bedeutet, dass ihn eine ganze Menge Menschen weltweit gesehen haben. Aber deswegen allein muss er ja nicht gut sein. Das ist schon richtig. Fragen wir doch einfach, worum es in dem Film geht. Vielleicht kommen wir dann Ihre Sichtweise, dass es sich um einen antisemitischen Film handeln würde, etwas näher. Also, der erste Zeitgeistfilm ist in drei Teile unterteilt, wobei es im ersten Teil um Religion geht, im zweiten um den 11. September und im dritten Teil um die FED, beziehungsweise auch darüber, inwiefern die FED an Kriegen verdient. Es gibt aber auch eine Kritik an dem Film und dort steht unter anderem Folgendes. Wegen der Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Hochfinanz und der Unterstützung von Kriegen sowie der angegebenen Quellen wird dem Film struktureller Antisemitismus vorgeworfen. Habt ihr das jetzt verstanden? Die sagen also als Begründung, weshalb das antisemitisch sei, dass im Film ein Zusammenhang zwischen der Hochfinanz und den Kriegen hergestellt wird. Und da weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich, was in aller Welt hat das mit Antisemitismus zu tun? Das könnte doch nur etwas mit Antisemitismus zu tun haben, wenn die gesamte Hochfinanz, also bei der FED oder wo auch immer, Leute wären, die dem jüdischen Glauben anhängen. Daher die Frage an Sie, Frau Dittfurth, ist das denn so? Ich kann es nicht beurteilen, denn ich habe mich damit nicht ausreichend befasst. Aber natürlich gibt es auch solche sogenannten jüdischen Weltverschwörungstheorien und ich möchte da auch gleich noch was zu sagen. Aber lassen Sie mich erst noch final was zu dem Film Zeitgeist bemerken. Man kann sicherlich Kritik an diesem Zeitgeistfilm anbringen und dabei denke ich vor allem an den ersten Abschnitt, wo das angeblich fiktive Leben von Jesus angeblich von der Horus-Story kopiert worden sei und so weiter. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber da sind schon die Vergleiche rein faktisch gesehen unzutreffend. Und das Gesamtprojekt der Zeitgeistfilme könnte man dahingehend kritisieren, dass diese vom Venus-Projekt gestartet wurden und das wiederum auf der Theosophie basiert und das wiederum auf eine Madame Blavatsky zurückgeht und diese Dame wiederum vor über 100 Jahren mal gesagt haben soll, dass bestimmte Rassen anderen überlegen seien. Aber wissen Sie, wenn das die Argumentationsgrundlage ist, dass diese Zeitgeistfilme rechtsesoterisch sein sollen, dann könnten Sie auch jeden einzelnen Tag vor den Anhängern des evangelischen Glaubens warnen. Denn Ihr Begründer, Martin Luther, hat so viele antisemitische Sprüche losgelassen, dass das, was von Madame Blavatsky gesagt wurde, dagegen wie ein kleiner harmloser Ausrutscher wirkt. Wobei ich diese Madame Blavatsky nicht verteidigen will. Aber wenn Sie so argumentieren, müssten Sie das auf allen Ebenen machen. Wenn zum Beispiel der Organisator der Friedensdemos Lars Meerholz sagt, in einer Rede, kann man bei YouTube ja sehen, dass in den letzten 100 Jahren alle Weltkriege, alle großen Probleme der Menschen rückzuführen seien, und zwar wirklich alle weltweit, auf die amerikanische Federal
Reserve Bank. Alle großen Probleme der Menschen während der letzten 100 Jahre sollen auf die FED zurückzuführen sein? Hat er das wirklich gesagt? Also, wenn er das wirklich gesagt hat, ja, dann wäre das in der Tat völliger Quatsch. Ich weiß es nicht, ich kenne dieses Interview oder diese Rede nicht, ne? Deswegen muss ich das mal eben erst nachprüfen. Man muss halt auch zurückgehen, man muss halt die Geschichte zurückgehen und man muss sehen, woran liegt das alles? Woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das halt alles ein bisschen auseinanderklamüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass die seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht. Alle großen Probleme der Menschen rückzuführen sein, und zwar wirklich alle weltweit, auf die amerikanische Federal Reserve Bank. Naja, das mit den Problemen hat er mit keinem Wort erwähnt, ne? Also, dass alle Probleme weltweit von der Fed ausgegangen wären während der letzten 100 Jahre. Das hat er nicht gesagt. Das ist ganz einfach eine sinnlose Übertreibung. Aber er sagt, dass alle Kriege der vergangenen 100 Jahre auf die Fed zurückgingen. Und das halte ich in der Tat für sehr gewagt. Zumal er ja auch alle Kriege weltweit sagt und man es somit so verstehen könnte, dass er auch den kleinen kurzen Krieg hinter den Bergen bei den sieben Zwergen meint, um es jetzt mal ein wenig überzogen zu formulieren. Aber auch bezüglich der zwei Weltkriege sowie sonstiger Kriege wäre ich sehr vorsichtig, das so zu formulieren. Denn das Ganze erscheint mir viel zu komplex, als dass man es auf die Formel, die Fett verursacht, alle Kriege reduzieren könnte. Fakt ist aber auch, dass Banken an Kriegen und dem Elend anderer verdienen. Wobei man auch hier wieder differenzieren und sagen muss, sicherlich nicht an jedem Elend, aber an vielem. Und das scheinen auch Sie zu wissen, denn im Vorwort zu Ihrem Buch Zeit des Zorns steht Folgendes. In dem gezeigten Auszug aus Ihrem Vorwort war es jetzt die Deutsche Bank. Aber ich bin sicher, dass Sie wissen, dass es auch viele weitere Banken gibt, die vom Elend anderer profitieren. Auch wenn das oft auf Umwegen läuft und man es deshalb gar nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Und dazu möchte ich jetzt mal ein kleines Beispiel aus der Vergangenheit zeigen, und zwar bezogen auf Prescott Bush, dem Großvater des Ex-Präsidenten George W. Bush. Dieser nette Großvater hatte 1942 Geschäftsanteile an der Union Banking Corporation und diese Geschäftsanteile wurden ihm enteignet. Und warum wurde das gemacht? Es wurde gemacht, weil die Union Banking Corporation Geschäfte mit dem Feind, also den Deutschen, machte. Vor 1939 war das nicht illegal, aber ab 1942 war das verboten. Prescott Bush wird es verschmerzt haben, denn er bekam 1,5 Millionen Dollar Entschädigung. Und das ist doch toll, wenn man für gesetzeswidriges Verhalten noch entschädigt wird. Am 1. November 2004 versuchte die internationale Projektgruppe Auschwitz mit Sammelklagen seinen Enkel George W. Bush auf Schadensersatz in Höhe von 400 Millionen Dollar zu verklagen. Und das mit der Begründung, dass Prescott Bush an einem Unternehmen beteiligt war, das Gewinn aus der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen gemacht hatte. Auch die Journalistin Eva Schweitzer kommt in ihrem Buch Amerika und der Holocaust gemäß Wikipedia zu folgendem Urteil. Sie haben an den ganzen Geschäften mit der Schwerindustrie verdient und hinterher noch Entschädigungen kassiert. Ein Gutteil ihres Vermögens stammt aus den Geschäften mit dem Dritten Reich. Übrigens war der Vater von Prescott Bush, also der Urgroßvater von George W. Bush, dem Ex-Präsidenten von Amerika, bei der Federal Reserve in Cleveland tätig. Es ist also wirklich nichts Neues, dass Banken am Elend anderer verdienen, was wiederum nicht zwangsläufig heißt, dass sie das Elend auch initiiert haben, aber in einigen Fällen kann man da schon einen Zusammenhang erkennen. Und jetzt möchte ich Sie kurz was fragen, Frau Dietfurth. Durfte ich das jetzt eigentlich alles sagen?
Oder war das jetzt politisch unkorrekt und ich bin jetzt anti-amerikanisch? Dann nehmen Sie bitte Folgendes zur Kenntnis. Es ist mir vollkommen egal, welche Nationalität diese Banker haben oder welchem Glauben sie anhängen. Von mir aus können sie auch zum Jupiter beten oder alternativ komplett atheistisch sein. Es interessiert mich überhaupt nicht. Entscheidend ist, was jemand tut. Und dieses Handeln kann ich dann gut oder schlecht finden. Und wenn ich schlecht finde, dann sage ich was. Inwieweit hängen denn diese Aktivitäten im Netz mit Aktivitäten von rechten Parteien zusammen? Können also man sieht die Verbindung zur NPD. Man sieht wohlwollende Hinweise auf Seiten der NPD. Aber Frau Dittfurt, das ist doch jetzt ein richtiges Bildzeitungsniveau-Argument. Denn stellen Sie sich doch einfach mal vor, die NPD würde morgen sogenannte wohlwollende Hinweise auf einen ihrer Vorträge setzen. Und die Presse würde daraufhin das tun, was Sie gerade machen, nämlich schreiben. Oh, sieh her, Frau Dittfurt hat wohl ihre Zielgruppe geändert. Das ist doch aber mal interessant. Oder stellen Sie sich doch mal vor, einer von diesen NPD-Leuten taucht einfach bei einem ihrer Vorträge auf, wird dann fotografiert und am nächsten Tag steht's in der Zeitung. Auf diese Weise kann man jeden und alles diskreditieren, ne? Aber ich hatte ja noch zugesagt, dass ich etwas zu dieser jüdischen Weltverschwörungstheorie, explizit die der Rothschilds, sagen möchte. Und? Ja, die gibt es. Auf deutschen Webseiten über die FED habe ich darüber nur ganz selten mal gelesen, sehr viel häufiger auf US-Seiten. Aber wo auch immer, ist ja irrelevant, diese Theorie existiert. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Stellen Sie sich vor, da käme jemand zu Ihnen und er fragt Sie, wäre es schon antisemitisch, wenn ich einfach nur wissen will, wie diese Theorie begründet wird? Nun, ich weiß natürlich nicht, was Sie dieser Person sagen würden. Ich würde ihr sagen, Fragen zu stellen kann nie falsch sein. Aber es käme darauf an, was du mit der daraus resultierenden Erkenntnis machst. Solltest du zu dem Ergebnis kommen, dass diese, die Rothschilds regieren durch ihr Geld, die Welttheorie falsch ist, kann ja nicht viel passieren. Solltest du hingegen zu der Erkenntnis kommen, dass sie zutrifft, was machst du dann? Wirst du dann zu einem dieser Leute, die annehmen, dass man nur bestimmte Personengruppen eliminieren müsste und die Welt hinge wieder voller Engelsglocken? Dann würde ich dir vom Fragen abraten. Und zwar nicht, weil ich das Ergebnis bereits kenne, sondern weil mir diese Frage nicht gut für dich scheint. Und warum nicht? Weil wir schon genug Hass auf dieser Welt haben. Die einen hassen die Juden und die anderen alle Muslime, von denen wiederum hassen einige alle Ungläubigen. Und dann gibt's die, die alles Deutsche hassen. Und nicht wenige hassen sich selbst. Und zwar so sehr, dass sie es nicht aushalten und ihren Hass auf andere projizieren müssen. Und jeder hat für seinen Hass, seine Wut oder seine Aversion seine eigene Geschichte. Und Sie, Frau Dittfurt, haben Ihre Geschichte, die Sie so reagieren lässt, wie Sie eben reagiert haben. Eine Frau, die polarisiert, weil sie Wert darauf legt, konsequent, kompromisslos zu sein, auch im Hinblick auf ihre eigene Familiengeschichte. Der Baron, die Juden und die Nazis heißt ihr neues Buch, in dem sie mit dem Adel und damit auch mit ihren Vorfahren abrechnet. Jutta Dittfurt ist geschockt, als sie mehr über Urgroßonkel Börries von Münchhausen erfährt. In der Zeitung der Adelsvereinigung hat er Pamphlete geschrieben, dass man die Rasse reinhalten müsse. Und das hieß immer, Juden vernichten und Juden raushalten. Jutta Dittfurt recherchiert weiter und stellt fest, ihre Verwandtschaft war eine Versammlung von Judenhassern, bestärkt und legitimiert durch die Idee der Blutreinheit. Ich wusste vorher nicht, dass das Ausmaß des nicht nur der Diskriminierung und der Verächtlichmachung von Juden, sondern des mörderischen Hasses, des auf ihre Vernichtung hin abzielenden Hasses, in dieser großen Verwandtschaft schon im 19. Jahrhundert da war und dann in den 1920er Jahren geradezu explodierte. Die Zusammenhänge von Adel, ihrer eigenen Familie und Rassenhass. Mutig und schonungslos hat sie das aufgedeckt. Jetzt, wo ich ein bisschen was über ihre Familiengeschichte erfahren habe, kann ich schon sehr viel eher nachvollziehen, weshalb sie so vehement und kompromisslos reagieren. Und Kompromisslosigkeit kann manchmal gut sein, aber nicht selten verengt es den Blickwinkel und man übersieht wichtige Dinge. Sehr stark ist mir das bei ihnen aufgefallen, als ich sie auf YouTube in dieser Markus Lanz-Sendung sah, wo es um den Fernsehfacher Jürgen Fliege ging.
Das war mal wieder so eine Tribunal à la Johannes B. Kerner Show, wo man eine Person einlädt, über die man von vornherein weiß, dass man sie fertig machen will. Und dann lädt man noch ein paar Mitdiskutierende ein, bei denen man sicher sein kann, dass sie bei diesem Job behilflich sind. Und schon kann das Tribunal beginnen. Wissen Sie, man mag über Jürgen Flieges Wunderwässerchen denken, was man will, und ich würde es mir sicherlich nicht kaufen. Aber wenn eine Person schon quasi am Boden liegt, dann haut man nicht noch drauf. Mir zumindest hat es in der Seele wehgetan, als ich das gesehen habe. Aber da war sie wieder. Ihre ihnen zugesagte Kompromisslosigkeit, die ja über die Jahre vielleicht auch zu etwas geworden ist, über das sie ihr Identitätsempfinden beziehen. Und bezüglich der Montags-Mahnwachen zeigen sie sich wieder kompromisslos dagegen. Ohne zu differenzieren, ohne zu sehen, dass es dort auch eine Menge Leute gibt, für die Ken Jebsen, Jürgen Elsässer oder ein Lars Meerholz nur den Startbutton gedrückt haben. Unter anderem, weil sie schon längst das Empfinden hatten, dass unsere Medien uns Interessen gesteuert Nachrichten servieren. Und ganz besonders im Fall der Ukraine und Russland kann das sehr gefährliche Auswirkungen haben. Und Frau Krone-Schmalz brachte das folgendermaßen zum Ausdruck. Frau Krone-Schmalz, wir kriegen, mit wir meine ich wir Medien, wir kriegen in den letzten Wochen sehr viele Zuschriften, Printredaktion, Hörfunkredaktion und Fernsehredaktion zugleich, von Zuschauern, von Usern, die sich beschweren über unsere Russland-Berichterstattung, die eine gewisse Einseitigkeit feststellen. Können Sie das teilen? Das kann ich teilen. Ich kriege diese Mails und diese Zuschriften ja auch. Das kann ich teilen, weil es sind in der Tat Fehler gemacht worden. Und professionell arbeiten in den Medien, was meinen Sie? Und professionell in den Medien meine ich, dass wir verpflichtet sind in unserem System der Demokratie, dass wir verpflichtet sind, Interessen, egal wo sie ihren Ursprung haben, ob in Washington, in Moskau, in Peking, in Brüssel, dass wir Interessen auch beim Namen nennen und den Bürgern darlegen und nicht die einen Interessen weiß malen und die anderen Interessen schwarz malen. Und das passiert mit Blick auf Russland eindeutig. Wenn von pro-russischem Mob die Rede ist, und dieser Begriff ist bis in die öffentlich-rechtliche Nachrichtenschaft. Also, diese Kluft zu erklären, ist sicher schwierig, aber ich habe den Eindruck, dass Bürger, die ja nun mal in einem System leben, das man demokratisch nennt, und die ja irgendwann auch in die Lage kommen, Entscheidungen treffen zu müssen, auf einer soliden Grundlage, dass Bürger sich ein gutes Gespür dafür bewahrt haben, dass die Welt nicht nur in Gut und Böse zu unterteilen ist und dass sie dann rebellieren, wenn 100 Jahre nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, man an einer Stufe steht, wo man ernsthaft Angst haben muss, dass durch eine unprofessionelle Entscheidung, um es mal so zu sagen, vorbereitet durch unprofessionell arbeitende Medien, etwas passiert, was wir alle nicht überleben. Und wissen Sie, Frau Dittfurt, so ein bisschen haben Sie den Leuten ja über die Jahre vorgemacht, was man zu machen hat, wenn man für etwas steht. Und so gesehen haben all diese Leute, die heute zu diesen Montags-Mahnwachen gehen, von Ihnen gelernt. Und das ist doch toll. Und an all die, die zu diesen Mahnwachen gehen, möchte ich noch Folgendes sagen. Sei immer wachsam und hinterfrage alles, egal ob es den sogenannten Experten im CDF betrifft oder einer Sache in deinem täglichen Leben oder den Sprecher auf einer Montagsdemo. Und wenn dir etwas als nicht korrekt erscheint, dann sage, nee, da mache ich nicht mit, das kannst du völlig vergessen. Nee, das mache ich nicht. Generell gesehen freue ich mich aber sehr, dass diese Leute aufstehen und was sagen. Denn so kommen sie aus diesem Ich kann eh nichts machen oder ich bin der Einzige, der anders denkt, Modus raus und erkennen, wir sind viele und täglich werden wir mehr. So, Frau Dittfurt, und zum Abschluss möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, einige dieser von Ihnen als Neurechte bezeichneten Leute mal etwas näher kennenzulernen. Und vielleicht können Sie dann Ihre Sichtweise so ein bisschen überdenken und sagen, hey, was die wollen und das, was ich will, das ist ja gar nicht so verschieden. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ich würde das System kaputt machen, zerstören wollen, gegen etwas sein. Ich liebe den Ort, wo ich wohne. Ich habe ihn mir ja nicht verdient. Ich wurde hier reingeboren. Und ich mag meinen Beruf und ich bin stolz auf meine Kinder. Aber ich bin auch willens, dieser Regierung zu folgen, wenn sie sich mit uns, mit dem Volk auseinandersetzt und erkennbare Mehrheiten ernst nimmt. Wie zum Beispiel die 88% gegen den Genmais. Wenn ich wahre Wahrheit erkennen kann,
als Beispiel eine objektive Berichterstattung. Und ich wünsche mir, dass meine Person und mein Empfinden nicht immer in irgendwelche Schubläden gepresst wird. Rechts und links. Das brauche ich, um nicht immer im Kreis zu laufen, mehr nicht. Wir sind normale Personen. Vor 14 Tagen hatte ich noch ein normales Leben. Ich bin mit dem Rücken rausgegangen, habe meine Arbeit gemacht und habe mich meistens über die Welt geärgert. Das hat sich geändert, und zwar in 14 Tagen hat es sich geändert. Und ich sage euch was, von diesem Tag an hat sich mein Blick geändert für die Welt. Seit diesem Tag lache ich Menschen wieder an. Seit diesem Tag sage ich, wir haben eine Chance, weil wir verschiedene Punkte haben, die uns verbinden, und die sind definitiv wirklich für jeden wichtig. Und jetzt komme ich zu dem größten und wichtigsten Punkt hier, und ich sage es 10-mal und 12-mal und 15-mal. Weil es wird immer noch nicht verstanden und es ist immer noch nötig. Wir gehören keiner Partei an. Wir sind weder links noch sind wir rechts. Wir sind Menschen. Und so sind wir zusammengekommen. Dass wir uns getroffen haben, ist der Beginn von einer Bewegung, die in meinen Augen, und ich sage bestimmt meiner Meinung, nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist viel stärker. Hallo, ich bin Maren, ich bin eine einfache Bürgerin. Ich bin eine Oma von einem einjährigen Enkel und ich möchte mich später nicht von meinem Enkel fragen lassen, warum hast du damals nichts gemacht? Und zu den Vorwürfen, hier wäre so viel braunes Volk unter uns, wenn ich mich hier so umgucke, das Publikum sieht nicht braun aus, absolut nicht. Ich war gestern auf der Demo in Berlin, habe mir den Herrn Jepsen angehört und den Herrn Merholz und habe erstmal die ganze Stimmung da ziemlich genossen, weil es sind schon eine ganze Menge Leute, die sich da jetzt bewegen und die ja, ihr Gesicht zeigen und rausgehen. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe jetzt im Internet ein paar Mal gehört, ja, und die Demo, das wäre eine rechte Geschichte. Also ich kann euch versichern, das ist garantiert keine rechte Geschichte. Da geht es nicht um links, da geht es nicht um rechts, da geht es wirklich um den Frieden als solchen, der ja nun wirklich momentan richtig bedroht ist. Also da braucht keiner mehr über linkes Gequatsche oder rechtes Gequatsche nachdenken. Wenn kein Frieden ist, dann haben wir andere Probleme. Tut mir leid für mein Deutsch. Ich komme aus der Ukraine, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber ich versuch's. Die Leute, die auf dem Maidan waren, sind laut den Medien, der ukrainischen Medien und westlichen Medien, alles Freiheitskämpfer, die das Recht dafür haben, wie es mit ihnen weitergeht. Aber die Leute im Osten, die gegen diese Regierung sind und das, was die Regierung macht, haben anscheinend kein Recht, und sie sind Separatisten und Terroristen. Und außerdem wird behauptet, dass es eher keine Ukrainer sind, sondern nur Russen. Das heißt, die Ukrainer dürfen gar nicht die Meinung haben, dass sie nicht unter narzisstischer Regierung regiert werden. Das gibt's doch gar nicht. Und so wie ich das sehe, wie es oft in den deutschen Medien berichtet wird, ist es, naja, mild ausgedrückt, nicht ganz richtig. Und nicht ganz wahr. Und nicht alles wird erzählt. Und was erzählt wird, ist nicht immer wahr. Und das, was wahr ist, wird nicht erzählt, weil es für jemanden nicht gut wäre, wenn wir und ihr und alle zusammen diese Wahrheit wüssten. Und das ist nicht gut. Und sie kämpfen für ein Referendum, wo sie entscheiden, alle entscheiden dürfen, wie es mit dem ganzen Land geht. Und nicht, dass die Leute in Kiew entscheiden, wie es mit dem ganzen Land geht. Das, so geht das nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte verbreitet das weiter. Bitte zeigt, dass die Deutschen das verstehen. Weil die Ukrainer sagen, dass alle Leute, die auf diesen Demos gehen, das sind alles nur Russen. Aber sagt bitte, dass das nicht wahr ist. Ihr seid keine Russen, oder? Oder werdet ihr alle von Putin bezahlt, dass ihr da seid? Ja. Dankeschön, vielen Dank. Ich bin keine 20 Jahre alt. Ich habe noch nie im Leben eine Rede gehalten. Und doch, obwohl ich über 100 Kilometer von Leipzig entfernt wohne, stehe ich nun hier vor euch und halte eine Rede. Warum? Weil ich wegen der unzähligen Missstände in dieser Welt verdammt wütend bin. Bewaffnete Konflikte, bei denen jedes Opfer eines zu viel ist, finden kein Ende. Und die Bedrohung eines dritten Weltkrieges steht vor unserer Haustür. Es geht um Rohstoffe und Bodenschätze, und die müssen gesichert werden. Wenn sich dabei ein Staat einem Geschäft mit den USA verweigert, dann muss der Staat zerschlagen oder ein Regierungswechsel herbeigeführt werden. Warum war Libyen der Waffen und Böser und Saudi-Arabiens König Abdullah ein guter Diktator?
Noch einmal, es geht nicht um Menschenrechte. Wenn es den Deutschen wirklich um die Menschenrechte gehe, warum marschieren sie da nicht in die totalitäre Diktatur Nordkorea ein? Warum wird das ebenso diktatorische China in den diplomatischen Beziehungen mit Samthandschuhen angefasst? Weil es um Wirtschaftsinteressen geht und Nordkorea ist für Deutschland wirtschaftlich gesehen uninteressant. Warum nämlich verschenkt Deutschland seine unseren Steuergeldern an Israel, an U-Boote, welche nachweislich als Atomwaffenträger dienen? Ich glaube, es hackt. Kommen wir zum Irak. Jeder weiß, dass der Irakkrieg eine dreiste Lüge war. Und wer heute noch glaubt, das ist der Koalition der Willigen, was für ein schwachsinniger Name übrigens, dass es denen dort um Freiheit und Demokratie ging, verleugnet die Realität und verhöhnt damit die Opfer. Ihr seid heute hier, um ein Zeichen zu setzen. Und das fände ich super. Gebt euch dafür einen Applaus. Bitford gut befreundet, ich bin mit Konstantin Wecker gut befreundet und ich habe mich vor 5 Tagen ins Auto gesetzt, um nach Berlin zu fahren, wo ich überhaupt nicht wohne. Ich wohne in Südthüringen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mir selber anschauen, was hier abgeht. Ich möchte mich, auch wenn ich selber daran nicht beteiligt war, ich habe, glaube ich, eine relativ faire Schiene selber gefahren, möchte mich doch entschuldigen für eine Dämonisierungskampagne, die abgelaufen ist. Es geht wirklich um den Frieden, es geht um nichts anderes. Es geht nicht um links, um rechts, um ganz Gelaber geht es gar nicht. Wir retten Banken mit unseren Steuergeldern, anstatt in die Infrastruktur, das Gesundheitssystem oder das Wichtigste in diesem, was das Wichtigste in diesem Land ist, das Bildungssystem zu investieren. Zusätzlich retten wir die Banken mit Rettungsplänen, die von den Schuldigen der Krise selbst entworfen wurden. Ich frage euch, ist dieses Handeln etwa gerecht? Nein! Das zu verdammt ewiges Wachstum in einer endlichen Welt zu erzeugen, rufen uns Konzerne, Medien, Politiker zu, konsumiert, konsumiert. Denn alles, was ihr seid, ist ein Konsument. Ihr seid keine Menschen, ihr seid Konsumenten. Und ihr habt mit eurem Konsum dafür zu sorgen, dass dieses Hamsterrad sich weiterdreht. Das Spiel soll weitergehen. Die Menschen sollen weiter unreflektierte Sklaven des Kapitals sein. Opfert eure Gesundheit Monsanto. Fresst je manipulierten Dreck. Schluckt Tabletten, die euch so krank machen, dass ihr noch mehr Geld an Bayer zahlen müsst. Glaubt den sogenannten Experten, was sie sagen. Sie rufen uns zu. Hinterfragt nichts. Glaubt alles. Ich sage euch, glaubt nichts. Hinterfragt alles. Ich sehe mit Freude, dass es immer mehr Menschen gibt, die aufwachen und etwas unternehmen. Nicht ein einzelner Mensch kann die ultimative Problemlösung hervorbringen. Es wird Zeit, etwas zu tun. Jeder kann die Welt verändern. Deswegen frage dich, bist du der eine Mensch, der anfängt, etwas zu tun? Bist du derjenige, der andere Menschen aufklärt? Seid euch bewusst, dass sobald ihr mit jemandem über diese Probleme redet und diese Person in den Kaninchenbau führt, wird diese Person nie wieder in ihr altes Denkmuster zurückfallen. Wir brauchen eine kritische Masse, um etwas zu verändern. Warte nicht auf die Revolution wartet auf dich. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up.